Das Hafenfest Hafen Ahoi zog am Wochenende bei überwiegend gutem Wetter zahlreiche Besucher an. Das abwechslungsreiche Programm erntete viel positive Kritik. So konnten die Besucher zum Beispiel auf dem maritimen Markt stöbern, der Jubiläumsregatta des Wilhelmshavener Segelclubs beiwohnen oder der Seenotrettungsübung der DGZRS zuschauen. Am Nassauhafen wurde am Samstag ein neues Seenotrettungsboot auf den Namen Peter Habich getauft. Und am Abend gab es die spektakuläre Wasser- und Lichtshow Flames of Water.